Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mal wieder so einen kleinen Workaround zeigen, was ich jetzt die Woche wieder hier gemacht habe. Das hier ist mein Gimbal, was ich habe. Für Leute, die nicht wissen, was das ist, kann ich es ja mal kurz zeigen. Und zwar ist das hier so ein gyrostabilisiertes, naja, wie soll man sagen, Stativ, Handstativ. Jetzt machen wir das mal an. So, jetzt machen wir hier mal einen Doppelklick drauf. Na, wo haben wir es jetzt hier? So, und jetzt ist das stabilisiert. Das bedeutet, immer wenn ich die Kamera bewege, wird das alles ausgeglichen. Ich kann also sehr weiche Schwenks machen, auch wenn ich jetzt mich ruckartig bewege. Also es ist ideal zum aus der Hand filmen. Der einzige Nachteil, den ich jetzt habe, jetzt sehen wir das mal im Ganzen, ich kann das Ding nicht mal irgendwo hinstellen oder sowas. Das heißt, ich habe das immer irgendwie in der Hand halten müssen. Ich konnte es auch nicht mal eben ablegen oder wenn ich mal was länger gefilmt habe, irgendwo auf den Tisch stellen oder sowas. Das fand ich schon blöd. Es hat auch kein Stativgewinde hier drauf, dass ich das auf ein normales Stativ hätte stellen können. Jetzt dachte ich mir, nun gut, da baue ich mir doch einfach einen Ständer jetzt hier, den ich hier drum mache, dass ich das irgendwann mal abstellen kann. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, das zu konstruieren. Vorher nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Maße ab. Mache ich das jetzt erstmal wieder aus. So. Die auch ausmachen. Jetzt nehme ich das mal auseinander, weil das kann ich nämlich hier abschrauben. Das ist das Batteriefach. Hat jetzt den Fokus wieder verloren. Ja, hier ist jetzt auch nichts Interessantes. Und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Das ist jetzt das untere Teil hier mit dem Ein-Ausschalter, wo dann auch die Akkus reinkommen. Und ich wollte jetzt einfach hier unten so einen Stammfuß haben. Also messen wir das jetzt einfach mal. Gehen wir mal durch. So, fangen wir erstmal jetzt hier mit diesem Radius an. Da haben wir jetzt einmal, ja, 25 nehme ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich ja hier noch so eine kleine Wulst, wie man das hier sieht. Jetzt müssen wir das jetzt auch noch mal so eine Kamera kriegen, messe ich mal so rum. Komm schon. Da haben wir 26 mm. Und dann haben wir jetzt hier noch mal so eine Höhe ungefähr. Das ist ja schwierig zu messen. Mal gucken, wie die Wölbung ist. Ungefähr 11 mm sagen wir jetzt mal. Das lässt sich wieder sehr schlecht messen, weil hier diese Rundung ist. Aber sagen wir jetzt einfach mal, ich bleibe bei 11 mm, sage ich jetzt einfach mal. So, jetzt haben wir schon mal die grundlegenden Maße. Und dann würde ich einfach sagen, fangen wir einfach mal an, das Ganze zu konstruieren. Nämlich halt wieder dieses Design Spark Mechanical. Das ist relativ einfach für so simple Objekte. Dann fangen wir jetzt mal an, das Ganze zu konstruieren. Datei, neu, Konstruktion. So, als erstes mache ich mir mal die Grundfläche. Ich dachte mir, so 100 mm müssten reichen im Durchmesser. Ja, jetzt gehe ich damit dann erstmal in die Höhe. 3 mm Dicke müsste reichen. 3, Enter. Ja, jetzt klicke ich mal die Oberfläche an. Jetzt mache ich erstmal mit den 25 mm von der Mitte aus, 25, Enter, und jetzt ziehe ich mir das runter, anklicken, runterziehen, sonst haben wir schon mal das Loch. Das ist von der Wandstärke natürlich, jetzt muss ich noch eine kleine Erhöhung machen, weil das wäre ja ein bisschen flach. Gehen wir auch wieder hier drauf, ich muss doch wieder erst die eine Fläche hier anwählen. Von dieser Fläche aus soll er konstruieren. Also auf Mitte. Was habe ich da? 25. Ich glaube, wenn wir jetzt. Ah, machen wir 30 mm, das müsste reichen. Enter. Jetzt ziehe ich mir das auch hoch. Das haben wir 3 mm. Jetzt mache ich einfach nochmal 17 mm, dann habe ich jetzt eine Gesamthöhe von 20 mm. Sieht
Sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber hier hat er jetzt noch einen Körper oder eine Fläche. Die lösche ich jetzt mal anklicken und dann entfernen. Jetzt ist das weg. Jetzt haben wir ein schönes sauberes Loch. Jetzt hatten wir hier noch unten diese kleine Wulst an dem Griff. Das heißt, ich muss also jetzt hier von dieser Fläche aus, klicken wir es an, wieder einen Kreis machen von der Mitte aus und zwar jetzt 26. Ist nicht viel, aber es muss sein. Sonst kriege ich das dann hier ganz reingeschoben. Und jetzt muss ich das auch wieder, ach, erstmal lösche ich jetzt hier wieder in der Mitte das Loch, entfernen, so. Und das hat ja ungefähr eine Höhe gehabt von 12 mm. Ich mache es jetzt ein bisschen länger. Ich mache jetzt einfach mal 13, weil ich möchte ja hier auch noch eine Schräge dran machen, weil er kann das ja hier nicht drucken, er wird ja hier in die Luft drucken. Also klicke ich das an, sage, ich möchte eine Faser haben, ziehe das mal auf. Ja, so müsste es doch gewesen. Das reicht doch. Jetzt haben wir es. Phase konnte nicht erstellt werden. Wieso hast du doch? Naja. Gut, jetzt haben wir hier eine Phase. Jetzt kann er das auch schön drucken, weil ich möchte, dass er dann so umdrucken. Dann passt das auch mit der Phase. Sieht schon mal gut aus. Allerdings gefällt mir das hier jetzt nur nicht so. Dann machen wir hier nochmal einen Radius dran. Gehen wir mal auf Radius, auf Rundung, wie es hier heißt. Jetzt mache ich das mal. Ich denke, ja, machen wir mal eine 15er. 15. Enter. So, jetzt sieht das doch schon ganz gut aus. So, jetzt aus Erfahrung müssen wir hier noch mal ein bisschen was ändern. Ne? Das hätte ich jetzt gleich berücksichtigen müssen. Das fällt mir jetzt noch mal ein. Wenn ich das natürlich jetzt drucke, jetzt gucken wir uns das noch mal an. Das ist ein Radius von 13 mm, also Durchmesser 26, wie ich es gemessen habe. Aber wenn ich das jetzt drucke, ist das zu eng. Das wissen wir, kennen wir ja wahrscheinlich alle aus unserer Erfahrung. Wenn wir Bohrungen drucken, sind die meistens zu klein. Und aus Erfahrung weiß ich jetzt bei dem AnyCubic, sind das ungefähr 4/10, die ich größer drucken muss, damit das passt. Dann mache ich jetzt hier R 13,2. Enter. So, und auch hier ein bisschen Aufmaß. Das sind nicht 12,5, sondern 12,7. 12,7 im Radius. Ist auch doof, dass ich das im Durchmesser konstruiere und im Radius checken muss. Muss ich immer intern umrechnen. Hier geht das noch, aber wenn die Maße ein bisschen abstrakter werden, ist das immer blöd. Also gehe ich jetzt nochmal hier drauf, anklicken als Bezugsebene und jetzt sage ich, ich möchte das mal bemaßen. Jetzt gehe ich erstmal auf diese Rundung. Das stimmt, 25,4. Jetzt gehe ich nochmal auf diese Rundung hier. Guck das auch nochmal an. 26,4. Ja, das stimmt jetzt. Verschieben wir es nochmal ein bisschen. Das müsste jetzt stimmen mit den beiden Durchmessern. Dann müsste das passen, wenn ich jetzt 4/10 Aufmaß nehme je Bohrung. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, nee, nicht ganz. Ich denke, ich mache hier auch nochmal einen kleinen Radius dran. Dann gefällt mir das ein bisschen besser. Das hier wollte ich natürlich nicht machen. Escape abbrechen. Deaktivieren wir das mal. Gehen wir wieder auf unseren Volumenkörper. Und auf das Ziehenwerkzeug. Jetzt klicke ich das nochmal an. Machen wir eine Rundung. Ja. Ich denke mal, 3 mm müsste reichen. 3, Enter. Ja, das sieht doch schon mal jetzt besser aus. Ich würde sagen, das ist erstmal soweit okay. Dann wird es erstmal exportieren als STL-Datei und dann werden wir es einfach mal drucken. Da fangen wir jetzt erstmal wieder an zu drucken und ich habe schon wieder vergessen, das AnyCubic-Material rauszunehmen. Und was sehen wir wieder hier? Mein Gott, gucken wir uns das nochmal an. Alles wieder abgebrochen, es hat wirklich nur hier gestanden und hier liegen wieder die Stücke. Also das ist wirklich so spröde, das Material, das ist echt zum Kotzen, wenn ich das hier jetzt nehme. Ja. Aber für so solche Sachen wie so einen Stand reicht das noch. Ich werde das jetzt irgendwie noch versuchen wieder einzufädeln und trotzdem
zu drucken. Es ist natürlich wieder das große Problem, was wir jetzt hier wieder haben. Bei der Rolle müssen wir oben nämlich immer aufpassen. Ich gehe mal eben hier nach oben. Jetzt ist das Material natürlich gebrochen und hat sich hier jetzt irgendwo, ist das jetzt reingesprungen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich das wieder das richtige Ende erwische und nicht, dass sich das irgendwie unter so einem anderen Layer hier drunter durchzieht, unter so eine andere Aufwicklung. Dann habe ich nämlich hinterher Knoten hier drin, während sich das abrollt, während des Drucks. Das wäre natürlich nicht so toll. Naja, ich werde das jetzt erstmal alles hier einfädeln und dann starten wir einfach mal den Druck. Machen wir den erstmal hier so sick. Auf jeden Fall druckt er das Sprühmaterial ohne Probleme. Auch die Bauteile, die ich damit drucke, sind eigentlich relativ stabil. Ich bin wirklich froh, wenn ich das endlich weggedruckt habe, das Schwarze von Anycubic. Naja, ja, das sieht jetzt ganz gut aus. Auf jeden Fall druckt er das schon mal. Ich würde sagen, dann warten wir jetzt mal, bis er fertig ist mit dem Ganzen. Und dann gucken wir uns das fertige Teil einfach mal an. Jetzt hat er das Ganze fertig gedruckt und jetzt, wenn ich das so selber so im Licht sehe, hätte man hier doch noch mal ein paar Top-Layer machen müssen, dann wäre vielleicht die Infrastruktur jetzt nicht so sichtbar gewesen. Ja, das ist ja ein Funktionsbauteil, halb so wild. Jetzt werden wir das erste Mal die Radien checken, die, oder die Bohrungen, ob das hinkommt. So ein Plus 0,4 und das sieht doch sehr gut aus. Bohrung 25, wunderbar. Bisschen drüber sogar, passt perfekt, jetzt nehmen wir die Größe. Auch die auch, 26. Das müsste reichen. Machen wir die Probe auf die Samples. Nehmen wir hier dieses Teil. Stecke ich das mal von hier unten durch. Und? Oh doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Leicht stramm. Aber nicht zu stramm. Wunderbar. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an, wenn es komplett zusammengebaut ist. Auf jeden Fall kann ich das dann auch nicht verlieren. Es kann nicht nach unten abfallen. Und dieser Wulst hier hat also auch Vorteile. Wenn es einmal drin ist, ist es drin. Kann ich also nicht verlieren. Dann werde ich das Ganze jetzt mal zusammenbauen und mal schauen, wie es steht. Das standfest genug ist jetzt mit diesem Durchmesser. Jetzt werden wir das mal testen. So sieht das jetzt aus, wenn das steht. Funktioniert wunderbar, auch von der Standfestigkeit. Ich denke mal, das müsste reichen. Auf jeden Fall wunderbar. Jetzt kann ich das jederzeit in der Hand nehmen, filmen und dann einfach mal irgendwo abstellen. Also wieder voll zufrieden und das sagt mir wieder, was würden wir ohne 3D-Drucker machen? Also ich möchte das Teil nicht mehr missen. Auch hier wieder eine Idee gehabt, konstruiert, umgesetzt, gedruckt. Einfach nur fantastisch. Naja, das war jetzt mal so ein kleines Video für so Sachen, die ich mal so zwischendurch mache mit meinem Drucker. Das war's dann erstmal, dann sage ich, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.